Das Marvel Cinematic Universe wird ein wenig kleiner, da tausende von Kinos auf der ganzen Welt sich weigern, die neuen Filme zu zeigen. Hier erfahrt ihr, warum Länder auf der ganzen Welt anscheinend den neuen Film der Reihe verbieten und was das für die Zukunft des MCU bedeuten könnte. Thor: Love and Thunder ist endlich da und die ersten Einspielergebnisse deuten darauf hin, dass der Film ein weiterer finanzieller Erfolg für Marvel und Disney werden wird. Laut The Numbers bescherte Taika Waititis Nachfolger von Thor Tag der Entscheidung dem Solo-Franchise des Donnergottes den bisher größten Start und spielte nach dem ersten Wochenende in den Kinos über 300 Millionen Dollar ein. Das ist eine Menge Geld für den Weltraum-Wikinger. Und das, obwohl Thor Love and Thunder Kritiker und Fans gleichermaßen gespalten hat. Während die einen den humorvollen Umgang mit dem Thor-Mythos genießen, meinen andere, der Film sei zu witzig für sein eigenes Wohl. Die gemischten Kritiken könnten jedoch das geringste Problem des Films sein, wenn er weltweit in die Kinos kommt. Während sich Thor Love and Thunder zu einem internationalen Superhit entwickelt, könnte der Film in bestimmten Regionen, die in den letzten Jahren für Hollywood-Blockbuster profitabel waren, verboten werden. Sollte der Film in diesen Regionen tatsächlich verboten werden, wäre dies ein weiterer Disney-Film, der im Jahr 2022 aus demselben Grund verboten wird. Let's bring the rainbow. Bring the rainbow, is that a catchphrase or something? Thor: Love and Thunder ist die jüngste Disney-Veröffentlichung, die einige kurze Momente mit LGBTQ-Darstellungen aufweist, was eine Freigabe des Films in China und anderen Ländern verhindern könnte. Die jüngste Marvel-Veröffentlichung deutet an, dass Valkyrie bisexuell zu sein scheint, indem sie erwähnt, dass sie in früheren Zeiten eine Freundin hatte. Außerdem wird enthüllt, dass Korg tatsächlich schwul ist, da er zu einer Spezies gehört, die nur ein Geschlecht hat. Experten aus der Branche glauben, dass diese Aspekte ausreichen werden, um die Veröffentlichung des Films in bestimmten Ländern zu verhindern. Taika Waititi und Natalie Portman haben die LGBTQ-Aspekte von Thor: Love and Thunder ebenfalls gefeiert. Die beiden haben den Film kürzlich bei einer Q&A und Vorführung als so schwul und superschwul bezeichnet. Allerdings wurden sie anschließend von Marvel-Fans kritisiert, da Szenen, die eine positive Repräsentation von LGBTQ im Film beinhalten, tatsächlich nur sehr selten vorkommen. Das ist bedauerlich, wenn man bedenkt, dass der Film Berichten zufolge ursprünglich eine bedeutende romantische Szene mit Valkyrie enthielt, die herausgeschnitten wurde, vermutlich um die Zensoren zu beruhigen. Ein unglücklicher Umstand, vor allem da Valkyrie in Thor Tag der Entscheidung eine prominentere Rolle spielen sollte, die dann aber ebenfalls gestrichen wurde. Wenn sich die Situation ähnlich entwickelt wie bei Lightyear, der eine gleichgeschlechtliche Kussszene enthält, könnte Thor Love and Thunder auch in Ländern wie dem Nahen Osten, Malaysia und Indonesien verboten werden. Berichten zufolge ist der Disney-Pixar-Film derzeit in 14 Ländern verboten. Okay, we should go. Thor: Love and Thunder ist nicht der erste Marvel-Film, der Probleme mit der Freigabe in anderen Ländern bekommen hat. Und wenn es nach dem derzeitigen Stand der Dinge geht, wird es sicher nicht der letzte sein. Phase 4 des Marvel Cinematic Universe hatte mit Verboten rund um den Globus zu kämpfen, insbesondere als es um die Veröffentlichung von Eternals ging. Der Film wurde in Kuwait, Katar und Saudi-Arabien verboten, weil er eine gleichgeschlechtliche Beziehung enthielt. In diesem Film ist Fastos mit einem Mann namens Ben verheiratet und die beiden küssen sich. Homosexualität ist in vielen Teilen der Region verboten und Filme, in denen LGBTQ-Beziehungen dargestellt werden, werden häufig verboten. Das war auch bei dem letzten Marvel-Film vor Thor 4 der Fall, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dieser Film wurde in denselben Ländern verboten, anscheinend weil die Eltern von America Chavez eine lesbische Beziehung führen. Außerdem wurden diese Filme sowie Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings in China aus verschiedenen Gründen verboten. Es bleibt abzuwarten, ob der nächste Film im MCU, Black Panther: Wakanda Forever, seinen Weg nach China finden wird. Aber es sieht nicht sehr vielversprechend aus. Trotzdem scheinen diese Filme immer noch viel Geld einzunehmen, egal was kommt. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über das Marvel Cinematic Universe. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.